Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir spielen heute eine Runde mit unserer wunderbaren Lisa, die gute Hexe. Und ich habe heute folgende Addons drauf. Zum einen, oh wow, dieses Totem ist RIP. Shit. Ich habe einmal das Addon drauf, dass ich mich halt über längere Distanzen teleportieren kann. Und zum anderen habe ich drauf, dass die Überlebenden nicht sehen, wenn sie eines meiner Totems auslösen. So, also Ruin, Überladen, Nervenkitzel der Jagd und der Ruf der Krankenschwester. Das sind die Perks, mit denen wir hier spielen. Okay. Dann halt jetzt so. Hä? Hast du hart im Nehmen? Komm, 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 komm. Moinsen. Okay, dann müssen wir ihn jetzt wohl jagen. Obwohl hier halt wirklich noch so viel Juking-Potenzial ist. Ist abgehauen, ich glaube. Okay, war am anderen auch jemand dran? Bin mir nicht sicher. Ah, jetzt wurde das andere ausgelöst. Ne, doch nicht. Da hinten wurde ein Skillcheck verkackt. Okay, pass auf. Wir machen das Totem auch nochmal safe. Und dann kümmern wir uns ein bisschen um Generatoren. Wir haben hier sogar dann drei Generatoren, die in der Nähe sind. Das wäre auf jeden Fall ja schon mal nicht so schlecht. So, ich hoffe, dass es ausreichend ist. Hier schlagen wir nochmal gegen. Und es wären sogar drei... Oh, das gibt's ja nicht. Ist er da rangekrochen oder was? Na gut, wir holen uns den trotzdem. Ah, Nia ist es diesmal. Verstehe. So, bitteschön, Nia. Könnt mir halt vorstellen, dass es auch ein Survive-Team ist. So, die drei Generatoren muss ich noch safe machen und dann passt's. Dann haben wir eigentlich... Haben wir eigentlich ganz schön dann hier dicht gemacht. Welches Fenster ist offen? Natürlich das hier hinten. Immer wenn ich Killer bin, ist eins der hinteren Fenster offen. Das ist echt ätzend. So, das haben wir wieder zurückgesetzt. Hier hau ich schon mal eine neue Falle hin. Und dann könnten wir anfangen, hier unser Gebiet schon mal ein bisschen großflächiger dicht zu machen. Wenn die Leute wegrennen vor mir. Dass wir hier dann richtig schön was machen können. Ich zerstöre die jetzt trotzdem mal. Weil wenn sie aus der anderen Richtung kommen, könnte es sonst ein bisschen schwer werden. Außerdem würde ich hier vorne gerne noch... Wo ist derjenige? Da, Dwight. Dwighty Boy. So, ich bin natürlich ein bisschen langsam als Hexe. Trotzdem kriegen wir hier den Hit durch. Und wir haben den ersten Down. Okay, und er kommt hier hinten an den Haken. Oh shit. Jo, da ist jemand an meinem Totem. Da muss ich mich schon wieder beeilen. Oh Mann, ey. Könnte halt echt sein, dass er es schafft, ne? Ich weiß nicht genau. Nein, schafft sie nicht. Okay, sehr gut. Und sie rennen in diese Richtung hier. Jetzt habe ich natürlich noch nicht mal mehr eine Falle gelegt. Bei dem Typen, der da am Haken hängt. So. Du hast eine Falle schon ausgelöst. Hast du noch nicht mitbekommen, weißt du? Weil ich ein Addon drauf habe. Wow, okay. Das war eigentlich... Jetzt muss ich mal eben kurz schauen. Sorry, dass ich jetzt slugge. Dass der Typ hier nicht wieder zurückkommt. So, und die springen immer da runter. Also eigentlich müsste ich da unten auch nochmal eine Falle hinlegen. So, hier haben wir Nia. Ja, lauf, Süße. Bin schon hinter dir, keine Sorge. Okay, hier können wir nochmal gegenschlagen. Dem einen Typen wurde schon geholfen. Ah, guck mal, hier sind sie alle. Sehr geil. Ah, Mist, der Dwighty Boy. Da vorne rennt er.
Okay, wenn er durch die Dingens springt. Mist, nee, die ist schon weg. Verdammt. Den haben wir trotzdem. Oh, schnell. So, Nia haben wir auch nochmal gekriegt. Oh, ist das ein stressiges Spiel jetzt gerade. Okay, das erste ist down und das war der Nervenkitzel. Okay, Leute, das ist schlecht. Jetzt werde ich mir nicht mehr eine Ansage bekommen, wenn hier hinten jemand dran ist. Das ist schon mal nicht gut. Hallo. So, dann bekommst du auch noch mal einen Hit. Oh, guck mal. Sie rennt mir voll rein. Da ist der nächste wieder. Schon wieder Nia. Ja, ich bin schon wieder hinter dir, Süße. So, sie hat ihren Hit bekommen. Er bekommt auch seinen Hit. Und sie kommt hier oben ran. Könnte sein, dass sie dann stirbt sogar. Weil wenn die Leute jetzt immer wieder zu dem Totem kommen, dann werde ich wohl oder übel hier verteidigen. Also da könnt ihr von ausgehen, dass ich das Totem hier denen nicht schenke. Okay, alle Leute sind verletzt. Sehr geil. Wir kümmern uns mal eben um die Generatoren. Oh, sieht aber auch gut aus. Dass der Nervenkitzel jetzt weg ist, ist ein bisschen ärgerlich natürlich. Aber die wussten halt auch dann alle, wo die Totems natürlich sind. Ich denke, es sind Premates. Ich habe nicht drauf geachtet. War mir egal. Ich wollte einfach mal wieder eine Runde mit der guten Lisa spielen. Und schauen, was abgeht. So, wir machen ein bisschen großflächiger jetzt zu. Ah, okay, Sekunde, aufhören. So, da ist schon wieder Nia. Ich habe gesehen, die anderen sind auch alle da. Zum Beispiel David rennt da vorne irgendwo rum. Ah, wir holen uns jetzt mal sie. Oh wow, sie ist schon wieder. Hey, na? Atem nehmen? Ne, sie guckt überhaupt nicht nach hinten. Okay, ich denke, Ruin wird jetzt down gehen. Obwohl, jetzt sind alle verletzt. Vielleicht haben die Angst. Oh, wenn ich Thanatophobia dabei hätte. So, Ruin ist weg. Ist aber nicht so wild, Leute. Ruin hat genau das gemacht, was es machen soll. Nämlich richtig Zeit für die Survivor gekostet. So, jetzt packen wir hier. Ne, warte, ich packe ein bisschen weiter weg. Weil eben haben sie schon angefangen zu schleichen, wenn sie ein bisschen näher waren. Und die drei Generatoren werde ich trotzdem nicht mehr hergeben. Ah doch, da arbeitet schon jemand dran. Okay, den haben wir weggejagt. David, als ob. Als ob! Ah, okay, hat er gut gemacht. Okay, er geht weg. Alles gut. So, wir sollten hier nochmal ein bisschen weitflächiger Fallen platzieren. Den Typen lassen sie jetzt aber lange hängen. Oh, Dwighty Boy. Hey, na? Wie geht's dir? Nicht so gut scheinbar. War es schon böse, ne? Wenn die Leute nicht sehen können, dass sie Fallen auslösen. Das ist schon ein bisschen gemein. Aber hey, ich bin der Killer. Ich darf gemein sein. Ja, ich hätte mich noch porten können. Zu spät gemerkt. Schade. Das wäre cool gewesen. Hätte ich direkt jemanden wieder wegballern können. So, der ist zurückgesetzt. Der ist zurückgesetzt. Ich muss mich um den kümmern. Der hier braucht jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit, der Generator. Oh, doch nicht. Der ist nämlich auch schon so gut wie zurückgesetzt. Okay, pass auf, dann packen wir hier nochmal eine hin. Den einen Typen hatte ich noch gar nicht dran, der den Strike auch noch hat. Ist ein bisschen doof, dass es genau der ist, den wir noch nicht hatten. Aha. Haben die da Skillchecks verkackt? Ne, die haben sabotiert oder was? Na? Die andere müsste noch hier hinter sein. Ne,
abgehauen. Wow. Das war jetzt aber auch selber schuld. Bin ich ganz ehrlich, was war das denn jetzt für eine Aktion? Dann kommst du jetzt in den Keller. Und rein mit dir. Yo, David, na? Das geht bei Ihnen. Oh, und richtig schön den Skillcheck dadurch auch noch verkackt. Hehe, da war nämlich Überladen drauf. Den könnt ihr gerne machen. So, er hat aber hart im Nehmen, ja. Boah, so wie du schon nach hinten geguckt hast. Dieses Standard-Survivor-Setup, ne? Hart im Nehmen. Dann natürlich noch den Strike, Leute. So, pass auf, ich gehe aber ein Stück zurück. Dann rennt er gleich, hoffe ich, in die Falle. Macht er aber nicht. Schade. Dann jagen wir ihm hinterher. Dem Typen unten drin haben sie schon geheilt. Ah, jetzt will er juken. Das ist so der typische Survivor, Leute, bin ich ganz ehrlich. Das ist so der typische, hey, ja, ich hab hart im Nehmen, ich hab alles Mögliche. Ich hab noch den Strike. Und ich teabagge. Ah, ist nicht schlimm. Wir kriegen euch noch alle. Lass mich aber nicht von dir jetzt die Zeit klauen, die ich brauche, um auf die Generatoren aufzupassen. Ganz vergessen. Ah, da sind sie dran. Okay. Ich teleporte mich jetzt nicht hin, weil er direkt wieder rum ist. Und ja, ich habe gesehen, dass hier noch jemand hinter ist. Ist abgehauen, okay. Schade. Die hätte ich gerne. Ah, da ist Nia. Okay. Okay, Leute, wir müssen aufpassen, ne? Die kriegen jetzt hier doch ein bisschen die Generatoren gemacht. Was ich ziemlich uncool finde. Und eigentlich müsste ich die Palette jetzt hier zerstören. So. Die anderen beiden Generatoren sind gerade recht weit zurückgesetzt. Okay, Nia schon wieder. Wenn wir Nia erwischen, ist sie übrigens tot. Okay, wir packen hier mal eben einen hin. Jetzt ist hinten schon wieder irgendwo was passiert. Meine Güte, ey. Ach, sie ist da durchgesprungen. Okay. Das ist schon krass, ne? Jetzt wird's hier so richtig eklig, ey. Mit Generatoren verteidigen. Ein Totem gibt's übrigens noch. Interessant. Da wird doch nicht dran gearbeitet gerade. Doch, ein bisschen ist es noch, okay. Ah, da ist schon wieder David. Mr. King, verziehen Sie sich, danke. So, hauen wir auch noch mal ein bisschen was ran. Ist David hier noch? Nee. Okay, den haben sie. Ah, da ist er, verstehe. Bitteschön. Viel Spaß mit Ihren Schmerzen. Der letzte Totem ist weg. Aber Leute, keine Sorge, ich habe keinen Nöt dabei. So, hier ist schon mal dicht. Okay, wir haben die Generatoren verteidigt bekommen, die wir auch verteidigen wollten, Leute. Dementsprechend denke ich, dass wir zumindest noch jemanden erwischen werden. Ha! So, jetzt haben wir dich aber, du Kacknoob. Jetzt haben wir dich aber. So, ab hier vorne an den Haken. Und hier werde ich auf jeden Fall... Da hinten ist jemand. Hat den Skillcheck aber scheinbar verkackt. Hey, na, was machen Sie denn da? Du machst doch wohl hier nicht den Generator, oder? Oh, yeah. So, ab an den Haken mit dir. Zack. So, der erste ist tot. Boah. Das war böse. Sie hat halt nicht gesehen, dass sie es ausgelöst hat, Leute. Sie hat nicht gesehen, dass sie es ausgelöst hat. Jetzt habe ich bei ihm hinten leider keine Falle. Da wäre noch eine, falls jemand so runterspringt. Könnten wir ihn noch mal erwischen. Wir probieren mal so ein bisschen außen rum zu gehen. Hier hinter sind sie. Den will ich aber nicht. Ich will die andere. Okay, ist nicht hier. Oh, warte. Komm schon, komm schon. Hey, na? Du Kacknoob. Oh ja, ist das geil. Das ist jetzt wirklich, muss ich mal sagen, Genugtuung, dass wir genau ihn erwischen, oder? Das finde ich so super. Den Typen, der so vorher noch meinte, ich teabag jetzt mal den Shit out of Grins.
Und hinten am Generator sind sie dran. Ich weiß. Ich muss zurückrennen. Da haben sie noch einen Skillcheck verkackt. Sehr gut. So weit war er aber noch nicht. Also sie werden den jetzt nicht fertig bekommen, Leute. Das weiß ich. Das würde mich doch sehr wundern. So, sie kann von mir aus abhauen. Ich kümmere mich ja erstmal darum, dass das Ding einigermaßen safe ist. Immer sitzen sie dahinter natürlich, ne? Also packen wir auch hier hinter wieder ein... Oh, warte. Das könnte es gut sein, das. Jo. Sehr schön. Danke, wer auch immer das gerade ausgelöst hat. So, du kommst an den Haken. Allerdings nicht hier vorne. Ich würde gerne den Haken dahinter eher verschwenden. Weil er ist jetzt tot, das heißt, der Haken wird weggehen. Und dann doch lieber die Haken, die nicht an den Generatoren dran sind, würde ich sagen. Okay, schönes Ding, Leute. Wir machen wieder die Generatoren safe. Und zwar recht weitläufig diesmal wieder. Da dürfte eigentlich noch keiner dran sein. Hier würde ich gerne auch nochmal dicht machen, wenn sie hier zu dem Fenster gehen oder halt später wegrennen. Dass wir uns da schön hinporten können. So, hier gehen bestimmt auch immer viele Leute lang. Hier kommt also auch nochmal eine Falle hin. Und dann würde ich sagen, sorgen wir dafür, dass die Generatoren safe sind. Also, diese Taktik, ne, funktioniert mit dem Trapper und mit der Hexe so gut, dass ihr euch drei Generatoren raussucht, die einigermaßen nah beieinander sind. Und wenn die Survivor sich auf diese Taktik einlassen, sprich, wenn sie halt nicht die Generatoren versuchen, auf Krampf zu machen, euch die ganze Zeit nerven, mit mehreren Leuten am besten, dann habt ihr meistens sehr gute Karten, das Ding nach Hause zu fahren. Wie ihr jetzt hier gesehen habt. Ne? Die haben die Generatoren am Anfang richtig durchgeballert. Ich habe hier richtig schön die Totems einigermaßen safe gehabt. Ich habe die Generatoren einigermaßen safe gehabt. Ja, und jetzt viel Spaß, Survivor. Ihr seid noch zu zweit. Also, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass einer von denen sich die Luke holen wird. Weil wir haben jetzt hier so eine Position, guck mal, die kommen eigentlich nirgends hin, ohne dass ich es mitbekomme. Sie könnten halt kriechen. War da hinten jemand? Ne, es ist ein Generator, der sich bewegt. Wahrscheinlich sind sie irgendwo dort, in dem Bereich eher. Aber die Position hier ist halt auch richtig geil, um einfach dicht zu machen, ne? Und dadurch, dass ich jetzt ein bisschen weitläufiger, guck mal hier, dass ich ein bisschen weitläufiger zugemacht habe, da war wirklich jemand neben mir, das habe ich nicht mitbekommen. Dann ist er komplett am Rand lang, oder? Hey, na, was geht bei dir, du Whitey Boy? Die andere ist sogar auch noch verletzt. Oh, Sekunde. Nein! Bisschen zu früh, aber erst dagegen gerannt. Und das war's. Ja, schönes Ding. Komm du mal mit. Du kommst hier vorne an den Haken. Dann packe ich noch eine Falle in die Nähe. Falls die Mag, müsste es sein, nochmal retten kommen möchte. Dann bin ich zur Stelle. Von wo würde ich denn... Oh, sie ist tot. Okay. Mal schauen, ob sie die Luke gecampt hat. Wir müssen jetzt die Luke erstmal suchen und finden. Könnte schwer werden. Also hier hinten ist alles dicht. Und die ganzen Generatoren sind auch so gut wie zurückgesetzt. Da brauchen wir uns gerade keine Sorgen machen. Also suchen wir die Luke. Zumal sie ist so lange verletzt, sie wird sich nicht selber heilen können. So wie es aussieht. Dann machen wir die Luke auch weiträumig dicht. Und stellen uns zu den Generatoren. Hier ist die Luke. Okay, weiträumig dicht machen. Sie sieht ja nicht, wenn ich mich porte. Das ist das Schöne. Beziehungsweise sie sieht noch nicht mal, wenn sie auslöst. Es kann natürlich sein, Leute, dass sie jetzt die ganze Zeit schleicht. Wenn sie jetzt wirklich die ganze Zeit am Schleichen ist, dann haben wir ein Problem. Hab nämlich sonst keine Möglichkeit, sie zu finden. Außer durch meine Fallen. Oder wenn ich sie, wie auch immer. Durch Zufall sehen sollte. Dachte gerade, ich hätte sie gehört.
Okay. Reicht das wohl schon, Leute? Sind da hinten noch Fallen? Ja. Da sind noch immer welche. So, und dann hauen wir ab gleich. Wie gesagt, ich will die Luke jetzt auch nicht campen. Ich würde sagen, hier hauen wir noch eine Falle hin. Ich habe schon wieder das Gefühl gehabt, dass ich sie gerade gehört habe. Muss ich mir nachher nochmal anhören. Ob das Einbildung war oder ob die hier wirklich jetzt irgendwo ist. Okay, wir gehen mal weg. Theoretisch könnte ich auch bei der Luke bleiben, ne? Weil sie kann 3 Generatoren machen. Aber ich habe keine Lust. Die meisten Survivor, die gammeln dann halt irgendwo rum und machen einfach gar nichts mehr. Aber falls wir sie sehen und sie jagen, müssen wir sie halt einfach in Richtung der Luke jagen. Sie hat sich geheilt. Okay, Sekunde. Wenn sie sich jetzt geheilt hat, dann wird sie bestimmt ein Item von irgendjemand anderem gefunden haben, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich die ganze Zeit nicht geheilt hat. Obwohl sie das hätte machen können. Hier ist sie definitiv nicht. Sie wird jetzt wahrscheinlich nur noch schleichen. Okay, dadurch, dass sie geheilt ist, ist sie draußen. Wenn sie die Luke findet, ist sie draußen. Kann mich hinporten. Oh, warte mal. Falls ich mich hinporten kann. Falls ich mich hinporten kann. Und das zeitlich so schaffe, dass ich sie dann rausziehe. Ja gut, das müsste aber mehr Glück als Verstand. Nehmen wir hier nochmal die Punkte mit. Meine Güte, das ist auch eine verdammt lange Runde. Dadurch, dass wir halt sehr taktisch gespielt haben, hat das sich alles sehr gezogen. Aber die Runde hat mir Laune gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diese Runden, wo es halt wirklich so ein Hin und Her ist. Wo man vielleicht am Ende dann sogar halt mal durch gute Taktiken gewinnt. Und das Wichtigste, wir haben den Typen, der so blöd rumgeteabaggt hat, erwischt. Hä? Das ist immer das Wichtigste. Ach komm, ey. So lange kann man überhaupt nicht die Luke suchen. So lange kann das überhaupt nicht dauern. Vor allem, weil die recht nah am Map-Rand ist. Eigentlich hätte sie auf jeden Fall, wenn sie am Rand rumrennt, die schon finden müssen. Aber gut, wenn sie die ganze Zeit jetzt geduckt rennt, dann GG, ey. Wärst du weitergerannt, du hättest es geschafft. Du hättest die Luke erwischt. Du hättest die Luke erwischt. So, okay. Und weißt du was? Weil das so eine gute Jagd war und sie kein Hedge-Standoff gemacht hat, bekommt sie jetzt von mir sogar meinetwegen die Luke geschenkt hier. Weil ich ein guter Mensch bin und ich weiß, dass es so 2-3 Leute gibt, die das feiern, wenn ich ab und an bei dem letzten Survivor die Luke gebe. Dachte ich mir so, bin ich mal ein bisschen netter. Außerdem kriege ich keinen Doppelpip, Leute, und muss nicht so schnell gegen Leute mit spielen, die AIDS und Krebs bei mir verursachen. AKA die Survivor, die nur mit 4 Insta-Flashlights und so weiter rumrennen. Ne? Too spoopy, spoopy. Spooky, meint er. Oder spoopy sagt mir gar nichts. Weiß es nicht. Aber war ein geiles Addon. Also das Addon hier, Leute, die rostigen Fesseln haben es richtig rausgerissen. Die Leute konnten nicht sehen, wann sie die Dinger ausgelöst haben, wie wir die teilweise weggezogen haben. War schon nicht schlecht. Oh, guck mal hier, der eine Typ. Das ist sogar der... Ah, der hat einen Insta-Heal dabei gehabt. Das ist sogar der Typ, der das typische Setup hat. Guck mal hier, habe ich doch gesagt, jeder von diesen typischen Survivern, und das sind ja wohl der und der, da, die drei habe ich aufgezählt. Adrenalin habe ich, glaube ich, nicht aufgezählt. Und hier habe ich auch die drei aufgezählt, ne?
Also es bewahrheitet sich. Also fast jeder von denen hat... Ey, alle sind ja noch da. Krass. War eine schöne Runde. Leute, ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Sehr langes Video geworden. Aber das, ich weiß nicht, mir hat es richtig Laune gemacht. Cooles Ding, die Hexe. Nice. Haut rein. Macht's gut. Schönen Tag euch noch. Und bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, kloppt den Daumen nach oben. Danke. Bis dann. Haut rein.